in der letzten Episode. So, wir brauchen das. Ich hoffe, wir verwendet nur eins. Wir werden das herausfinden. Ah ja, Tatsache. Gut. So, und dann starten wir hier noch ein Feuerchen. Also um ehrlich zu sein, das ist schlimmer als bei The Long Dark. Man mag sich's kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich schlimmer. 60%, toll. Das heißt, von 6 Feuerversuchen haben 2 geklappt. Das ist nicht 60%. Ja, da möchte ich auch am liebsten zuschlagen. Da hast du aber vollkommen recht. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Miss Survival in der Folge 29. Ja, wir sind inzwischen in der Version 0.2.2. Ja, funktioniert immer noch nicht. Es gab ein paar Änderungen. Keine großen, gravierenden. Doch, es gab eine gravierende Änderung. Ja, wenn das richtig ist, war ein Problem. Was sagt eigentlich der Tag? Ja, es ist früh, ist okay. Nicht, dass man hier falsch. Ja, jetzt nimm's doch. Ist halt kein Linksklick. Ja. Ja, es ist kein Linksklick. Ja. Ja. Sie haben das Loot-System gefixt. Da. Wenn die Dinger leer sind, dann sind sie leer. Ist das nicht schön? Da taucht nichts mehr auf. Nee, dann pack mal lieber das Ding aus. Aber schön, und die gehen auch nicht kaputt. Aber das ist schön. Das heißt, die stehen jetzt einfach völlig unnütz hier in der Gegend rum. Deswegen bin ich mir froh, dass sie eingeführt haben. Ja, das haben sie halt gefixt. Das ist sehr ärgerlich. Ja, aber sie haben auch noch was anderes gemacht. Also sie haben nicht die Banditen, die Zombies in der Höhle, in der Mine eingeführt. Das haben sie nicht gesagt. Das ist eigentlich unser Zustand. Wir sollten was essen und trinken. Okay. Das ändert natürlich jetzt alles. Das ist klar. Das ändert in der Hinsicht alles, dass wir nichts mehr Neues bekommen. Das heißt, nur noch das, was wir haben, zählt. Ja, das ist in der Tat, finde ich zumindest, sehr, sehr tricky. Wir haben zwar genügend von den Dingen. Die roten Kisten und, wo war das? Hier war das. Nicht. Nägel. Genau, hiervon haben wir ja auch ein paar Sachen auf Lager. Aber es ist halt nicht unendlich. Es ist halt jetzt endlich sozusagen. Und das ist halt schon, ja, schwieriger. Na gut. Was willst du machen? Da muss man halt durch. Das ist halt das neue System. Aber sie haben auch was anderes eingeführt und aus dem Grund. Warte mal. Der hat, genau, den schmeißen wir mal raus. Den lassen wir dann mal so. Also wir brauchen... Ja. Ich komme gerade aus einer The Long Dark Aufnahme und da ist ja alles mit Linksklick, ja. So ist es halt. So, das heißt, wir haben jetzt hier mal alles parat. Ich denke, das müsste auch reichen. Es gibt ein neues Auto und das suchen wir jetzt mal auf. Und ja, ich nehme diese Ersatzteile mit einfach, weil halt... Keine Ahnung. Dann könnte man das nämlich... als Reserve irgendwo stehen lassen. Mal gucken, ob wir das finden. Gut, das heißt, die ganzen Autos, die jetzt hier rumstehen, die sind leider alle für ein Popo. Die stehen halt nur noch als Deko herum. Ist nicht so geil. Hier ist es nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo sie das eingeführt haben. Ob es da nur eine bestimmte Location gibt. Da müssen wir mal rumgucken. Halt. Brems. Hier war noch ein zerstörbares Auto. Da. Ja. Genau so. Ja, dass sie das so früh fixen. Sie haben es tatsächlich als Bugfix aufgeführt, dass, das nicht mehr neu spawnt. Also es war ihnen wohl anscheinend tatsächlich nicht bewusst, dass es so ist. Ah ja, eine Sündkerze haben wir da noch bekommen. Aber sie haben Gott sei Dank jetzt erstmal das, das auseinandernehmen. Sie haben zumindest mal... Ah ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich hab's vergessen. Das ist ja schön. Warum kann ich den nicht auch jetzt auseinandernehmen? Verdammt. Ja, dann halt nicht. Also ja, die Autoteile sollen anscheinend nicht mehr kaputt gehen. Ist anscheinend, gefixt worden, beziehungsweise experimental. Also sie haben es jetzt nicht auf Dauer, sondern haben es nur erstmal nur experimental herausgenommen. Weil es wahrscheinlich einfach zu viel war, nehme ich mal an. Hier irgendwas. Lustiges. Ja, man könnte die Baumstümpfe auseinandernehmen. Ach ja. Achso. Ist jetzt das kaputt gegangen? Nö, tatsächlich nicht. Ne, die 3 war der. Ja, muss ein bisschen ran. Oder gehen die gar nicht auseinander? Ja, die sind statisch, okay. Tja. Rex, okay. Ja, okay, also sie haben halt einen Pickup eingeführt, den du anscheinend beladen kannst mit verschiedenen Dingen. Und tja. Und den suche ich halt. Das heißt, da kannst du wohl anscheinend auch Dinge hinten drauf tun. Was natürlich schon cool ist. Da müssen wir nur erstmal finden, wo halt einer steht. Wahrscheinlich beim Bauernhof. Gut, das heißt aber auch, ich würde jetzt gerne den Pickup suchen und ansonsten heißt ab in die Mine, weil bevor sie dann da die Zombies aktivieren, dass sie dann halt komplett in der Mine vorhanden sind. Ich weiß ja nicht, inwieweit die Zombies halt drin sein sollen. Ob die halt generell in der kompletten Mine drin sein sollen. Oder ob das wirklich nur dieser hintere Bereich ist, wo auch dann der Bosskampf ist. Das weiß ich halt nicht. Das müsste man halt herausfinden. So, hier sehe ich nur Traktor. 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 Das ist so ein normaler PKW. Ja, keine Ahnung, wo der Pickup herumlagert. Das ist auch ein normaler Truck. Aber eben noch so ein zerstörbares Auto übersehen. Genau, das haben wir ja durchsucht in der letzten Folge. Haben da auch sehr viel Inventarraum bekommen, das ist echt gut. Das ist unser Ersatzauto, was hier steht. Falls mal irgendwas ist, dann kommt man da relativ schnell ran. Wobei der Jürgen hat das ja treffenderweise gesagt und es ist mir auch sehr peinlich. Man kann ja auch einfach alles aus den Auto droppen und du nimmst das dann zum nächsten Auto mit. Ja, so einfach ist das natürlich auch denkbar. Wenigstens Sonnendach aufmachen, so ein sonniger Tag. So, Hammer raus. Ja, das ist natürlich jetzt diese Kofferräume sich nicht wieder nachfüllen, heißt natürlich auch für die Futtersituation. Das Ganze wird etwas schwieriger. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da in Bälde da wahrscheinlich auch Abhilfe schaffen werden. Weil momentan hast du ja nur die Bären. Und die Hühner, falls du es irgendwie hinkriegst, die halt zu fangen. Eine Batterie. Und momentan sehe ich ja nicht so wirklich, wie ich die Hühnchen einfangen kann. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir das hinten einverstauen. Ist ja dann doch schon wieder ein bisschen viel geworden. 10% Batterie, das ist natürlich schon sehr formidabel. Das ist ein ganz, ganz exquisites Exemplar. Säge und Hammer brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da können wir uns später noch drum kümmern.
Okay, dann fahren wir jetzt erstmal in die andere Richtung raus. Die Straße runter. Vielleicht ist er ja dort zu finden. Wenn das natürlich jetzt nur so ein Banditending ins Kirchen ist, dass du nur Banditen abknöpfen kannst, dann ist das natürlich dämlich. Müssen wir halt mal gucken. Sie haben halt nur gesagt, dass ein Pickup eingeführt wurde, aber sie haben nicht gesagt, wo der ist, wo der sein kann. Muss halt selber suchen. Ist ja auch okay. Da sehe ich auch nichts. Jetzt sind die Autos natürlich hier für den Arsch, die hier rumstehen. Wenn du sie wenigstens noch auseinandernehmen könntest, so wie die anderen auch. Wäre dann schon hilfreich. So, wie ist das hier? Ich weiß ja nicht, ob wir hier allein sind. Ich sehe aber auch niemanden. Weil hier ein Licht ist. Hier. Doch, Tatsache, da hinten. Und das scheint auch der Pickup dann zu sein, okay. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so ähnlich. Soll ja auch Sniper-Banditen geben. Zwei sehe ich auf jeden Fall. Da vorne ist auch noch einer, okay. Mal gucken, was die vertragen. Kommen die anderen angelaufen oder wie ist das dann? Anscheinend ja nicht. Ja, das scheint wohl der Pickup zu sein. Ja, irgendwie ist das in dem Spiel ganz merkwürdig. Die Maus bewegt sich immer so mehrere pixelweise. Drüben ist noch einer. So, wie ist das hier? Okay. Wir haben noch 13. Loot Bandit Body. Hey, der war Vegetarier. Wo hat er die Möhre hier? Aha. Interessant. Ja, anscheinend war es das hier. Nee, ist nicht der Pickup. Schade.
War das jetzt völlig umsonst? Haben wir jetzt die Banditen völlig umsonst platt gemacht? Ja, das musste sein. War wichtig. So viele Reifen. Wo haben wir so viele Reifen? Okay, komm. Wie sieht denn das Inventar aus? Warte mal, den haben wir ja durchsucht, oder? Zwei Möhren. Gut, dass sie sich so... Uiuiui, die lassen sich richtig hochstapeln. Na gut, dann so durchsuchen wir wenigstens hier das noch alles. Aber ich weiß auch nicht, wo halt Pickup ist. So, dann machen wir wenigstens hier sauber. Dann können sie auch nicht mehr so gut verstecken. Na gut. So wirklich viel kriegt man ja eh nicht weg. Ja, wir bauen halt die Autos ab hier. Hallo, ich habe die Tür zugemacht. Anscheinend sind die jetzt komplett leer. Okay, die haben es so gefixt, dass alle PKW jetzt leer sind, okay. Naja, was willst du machen? Hallo. Ich zeig doch schon dahin. Mehr kann ich doch auch nicht. Jetzt dahin zu zeigen. Oh, so viele Metallschrott. Ist natürlich schon gut. Ja, dann versorgen wir uns halt mit dem Zeug mal, dann geht uns das auch nicht so schnell aus. Das heißt aber auch, ich werde keine Schränke oder so bauen. Ja, wenn das Zeug endlich ist, dann verwende ich es ja nur dafür, wofür ich es wirklich notwendigsterweise auch brauche. Wenn es unendlich ist, ist es ja egal, dann ist es ja wie so Sandbox. Sag ich mal, plus minus. Ja, wenn sie den Hammer irgendwann auch noch demolierbar machen, dann haben wir auch verloren. Diese Zombies in die Mine rein. Hammer geht schnell kaputt. Naja. Echt, wir sind voll. Weiß man gerade mal, was da rausfliegt. Das ist ja klar. Echt nicht so viele Räder. Okay, das noch. Gut. Halt. Ein Koffer. Noch so eine Karre. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann bringen wir das Zeug mal nach Hause und versuchen uns in der Mine. Ist ja auch wichtig. Oh, mit dem letzten Schlag. Hilfe. Liefern nicht alle das gleiche. Ja, keine Ahnung. Wo es den Pickup gibt. Das war ein ganz tolles Lager gewesen von den Banditen, muss man wirklich sagen. Das ist echt eine exquisite Location. Ja, die Cola, das ist ja eh eine Flüssigkeit. Weil es bringt ja nicht mal so wirklich viel. Ach, verdammt. Echt? Ja! Ich darf die Komponenten zeigen, du Hacke. Echt, das ist auch voll. Ach, weißt du was? Die Möhren. Juhu. Oh. Oh, delikat. Sekunde. Wir müssen erstmal abladen. Tja. Rifle-Ammo. Ja, die brauchen wir aber. Sekunde. Dann laden wir mal nach. Räumen mal aus. Geht ja doch ein bisschen was rein. Ja, ein bisschen groß geschrieben. Ah ja. Warte mal, das war die 4. Nachladen.
5 Schuss mehr. Okay, die 6 wieder raus. Ja. Nee, da kommt man nicht rüber. Das ist schon klar. Das ist also viel zu hoch. Auf gar keinen Fall. Okay. Juhu. Ja, die Bottles haben wir echt genug. Das ist kein Problem. So, Sekunde, wir nehmen das erst auf und dann gucken wir, ob wir die Möhre noch mitkriegen und ja. Kriegen wir. Okay. Tja. Ja, die sind wohl jetzt alle leer, das ist schön. Kriegt man nur mal testweise. Die kann man gar nicht auseinandernehmen. Was Wasser brauchst du? Was hast denn du für einen Brand? Also krass. Komm dann hier rein damit. Gut. So, dann weg mit dem Hammer. Brauchst du jetzt mehr Wasser oder hast du dich einfach nur verausgabt? Was ist eigentlich hier drin? War L-Licht, ja. Aha. Geht das da weiter oder wie ist das da, ja? Sieht so aus. Ist auch nichts drauf. Okay, hier ist aber nichts. Nö. Gut. Dann gehen wir halt wieder raus. Wenn da nichts ist. Hier ist ein bisschen Munition, weißt du? Nix. Genau. Vollkommen recht. Ja. Ich sag's mal so. Das Update-System macht es etwas schwieriger. Zu überleben. Und wahrscheinlich ist es auch genau deren Wunsch gewesen. So. Ja, jetzt heißt es mal wieder eine Ausladerunde machen. Ah, guck mal. Da wenigstens spawnt. Das werden sie leider auch noch fixen. Ach, erst E, dann F. Ja. Hatten wir natürlich dann jetzt auch ganz gute Startbedingungen, weil für all diejenigen, die jetzt erst das Spiel starten, wird es ja viel, viel härter. Weil so wie es aussieht, sind wohl alle Kofferräume leer jetzt. Also generell alle leer. Also wir hatten ja jetzt auch in dem Banditenlager Kofferräume, die wir noch nicht durchsucht haben und die sind auch leer. Ich bin mir nicht sicher, ob das so günstig ist. Sagen wir es mal so. So, das Ding heißt immer noch Moonshine Still. Hieß es nicht, das wäre gefixt? Sehr gut gefixt. Uiuiui. Alles kaputt gefixt sozusagen. Take. Okay. Gut. Ja, man muss immer zweimal Escape drücken. Ich weiß noch nicht wieso. Aber so ist es halt. Okay. Gut, den Pickup haben wir jetzt halt nicht gefunden. Das heißt. So ein paar Teile raus. Was haben wir dabei? Nix. War auch gar nichts. Juhu. Okay. Gut. Nimm's mal auf. Ich
weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir müssen das halt woanders hinkloppen, weil das da durch die Gegend spritzt. Oh, das hast du aber schön gestapelt. Oh, das ist sogar so hält. Schön, mein Gutster, schön. So, das ist wieder für unsere Bastelgeschichte. Dann haben wir zwei Möhren. Ich hau die mal hier ein bisschen zentraler hin. Damit wir die leichter sehen. Und das da. Ein bisschen Rags. Das Futter nehmen wir mal so mit. Ja, es geht natürlich jetzt schon runter. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir zurechtkommen. Noch mehr Kartoffeln. Okay, komm. Ja, warte mal, wir können eigentlich F machen. Weil wenn die Autoteile jetzt nicht kaputt gehen, dann muss ich ja jetzt auch nicht extra noch was rumschleppen. Dann macht es fürs Inventar natürlich einfacher. So, die Zündkerzen. Gut. So, warte, dann hole ich noch gerade das Zeug von draußen rein. Schön. Liegt mal so eine Säge rum. So, dann haben wir noch Bretter gefunden. Sehr schön. Was ist das denn? Ein Motor liegt da. Sehr schön. Sonst noch irgendwas hier herumgespritzt? Das sieht nicht so aus. Okay, alles klar. Dann wieder hinein. So, was haben wir jetzt wieder? Okay, alles klar. Richtig rot. Ja. Kriegst du da noch was drauf? Ja, ist schon schön. So, was sagt denn der Tag? Der Tag ist noch gut dabei. Ach, wir haben ja noch eins von diesen Achtern. Okay, das habe ich vergessen rauszunehmen. Ah, da fängt er den nächsten Haufen an. Okay. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das mit Futter ist. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Das werden wir auf jeden Fall zwischenlagern. Ach, wir haben diese zweite Benelinova gefunden. Was machen wir mit der wieder? Ja, was machen wir mit der wieder? Wegschmeißen will ich es eigentlich nicht. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Hammer? Wir hatten doch... Ich meine, ich brauche es jetzt nicht. Ich lasse es auch hier, die Säge. Ah, der Hammer liegt unterm Auto. Okay, ich sehe ihn gerade. Da liegt er. Das lassen wir hier, weil das ist ja zum Bauen gedacht und das brauchen wir jetzt nicht in der Mine. Und ich werde jetzt auch das Futter hier hineinlegen, zumindest teilweise. Ein bisschen was sollte man in der Mine vielleicht dabei haben. Ich habe nämlich das Gefühl, der Gute ist hungriger geworden. Sie hatten es aber nicht kommuniziert. Gut, haben wir jetzt auch mal ein Banditenlager überfallen, ist ja auch wichtig. Dass man das mal gemacht hat. Ja, und ansonsten, ich habe keine Ahnung. Falls wir den Pickup finden, werden wir die Autos tauschen. Das wäre ja schon sinnvoll, dass wir da entsprechend auch hinten drauf was tun können. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, ob du dann irgendwie was drauf droppst oder ob du einen Stauraum hast, ob du da auch größere Items drauflegen kannst, also zum Beispiel so ein Spind, sag ich mal. So viele Traktoren auf dem Feld, sehr lustig. Hui. Wenn es ja keinen Schaden mehr verursacht, ist ja auch egal. Ich will es jetzt nicht testen, aber ich würde dann sagen, nein, nein, nur bei ganz schweren Sachen. Halt. Dann ist der Eingang. So, wir fahren ein bisschen näher ran. Gut. Okay, wie sieht denn dein Hunger aus? Nicht gut. Nicht gut. Dann isst das mal. Okay, außerdem
nehmen wir die Dose noch mit. Zu trinken haben wir genug dabei. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir futtertechnisch über die Runden kommen, weil das ist ja jetzt auch nicht so einfach. Bezüglich halt neuem Futter. Ja, das, ja. Moment. Ah doch, wir haben es dabei, okay. Tauschen wir es erstmal gegen den Bogen. Ja. Damit fangen wir dann in der nächsten Folge an, ja. Okay, es soll noch ein Pickup geben. Ich habe keine Ahnung, wo es den gibt. Man könnte nochmals durchs Dorf fahren. Mal gucken, ob wir da was finden. Wenn wir da auch nichts finden, dann ist das wahrscheinlich nur ein Mythos. Und ansonsten haben sie es bisher, ich sag mal in Anführungsstrichen, kaputt optimiert. Ach, naja. Ist halt in Entwicklung. Aber was willst du machen? Sehr schön. Dann danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.